So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu NBA 2K25. Ich hatte es heute in meinem ersten Angespielt ja schon angekündigt. Wir gehen direkt in den My Team Modus und ich will mal mein erstes Squad erstellen. Bin komplett gespannt. Gehen mal hier direkt rein. Im Rahmen der höchsten Version Hall of Fame gibt es den Profi-Pass mit dazu. Ist ja auch ganz nett. Und den Hall of Fame-Pass. Eigentlich komisch, ne? Dass man das dann nicht noch in der höchsten Version mit dazu bekommt, aber ist okay für mich. Wir steigen einfach mal ein. Ich denke mal, hier sind schon mal ein paar Boni, die ich jetzt quasi bekommen habe, wie ihr seht. Ja, wollen wir mal schauen. Jason Tatum, Schuhe, Kurzshorts, Season 1 Pro Pass Pack. Okay. Amethyst Vince Carter, eine 90er Karte. So, 10 Levelsprünge könnte man mit dem Hall of Fame Pass machen. Nein, ich mache das nicht. Ich will, wenn ich das spiele, das komplett kostenlos spielen. Und die drei Sachen habe ich quasi auch schon abgeholt. Okay, müssen erstmal ein bisschen hier ins reinfinden, ja. Ach, mehr macht er hier gar nicht, dass er mich das hier alles im Prinzip mal ganz kurz in einem Überblick zeigen lässt, beziehungsweise mir das Spiel das zeigt. Also müssen wir quasi hier rein. So, ich bin komplett gespannt. Auktionshaus gibt es wieder, was natürlich eine gute Entscheidung ist. Und das werden wir natürlich jetzt hier entsprechend uns anschauen. Starter-Kit. Ah, von einem Team meiner Wahl. Natürlich würde ich jetzt theoretisch und praktisch von den Bulls das Ganze nehmen, weil es mein Lieblingsteam ist. Aber ich muss natürlich auch ein bisschen auf die Spieler schauen und wo kann ich vielleicht jemanden Schönes ziehen, wo ich spontan irgendwie Bock drauf hätte. Kann ich euch gar nicht sagen. Einfach Bauchgefühl. Nix wäre cool. Ich nehme jetzt einfach mal die Los Angeles Lakers. Wir bauen uns also vermutlich gleich unseren ersten Squad. Ich drehe mal alle um. Da haben wir als höchste Karte 376er. In Ordnung. Dann haben wir hier auch 76er Karten als höchstmögliches. Nochmal drei Karten, also insgesamt 13 Stück. Bojan Bogdanovic ist zu den Lakers gewechselt, wie es aussieht. Okay. So, schauen wir mal. Ist noch nichts Besonderes dabei. Gibt es hier Trikots, Logo, Parkett. Ja, immer nur Bulls wäre auch langweilig, wenn ich es denn mal spiele. Insofern finde ich es ganz schön in Ordnung. Bin auch ein bisschen im LeBron James Fieber, dadurch, dass ich sein Buch gerade lese, was ich sehr, sehr cool finde, bin ich ehrlich. Sehr interessante Einblicke. Steph Curry hier, dann Kenny Atkinson. Oh, okay. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, dass ich auch gleich noch Vorbesteller Boni habe und auch durch die Hall of Fame Edition entsprechend das ein oder andere Pack. So, wer spielt sich gut? Ich würde vermuten, als Free Agent 94er Giannis hat sich in NBA 2K24 wirklich sehr gut gespielt. Ja, und wen nehmen wir? Giannis nehmen wir auf jeden Fall. Oh, Nikola Jokic wäre auch interessant. Vielleicht sogar die bessere Wahl. Aber wir wollen ja mal was Neues machen. Ne? Deswegen habe ich jetzt auch nicht Bulls genommen, sondern Lakers. Ich würde normalerweise Giannis nehmen, weil ich ihn auch mag. Aber nehmen wir mal Jokic. Und wenn ich zwei Karten wählen darf, nehme ich natürlich noch Doncic.
Jordan würde auf der Hand liegen. Klar. Jetzt gucke ich natürlich auch immer aufs große Ganze. Jokic steckt Center und Power Forward qualitativ schon ganz gut ab. Dann, ja, nehmen wir einfach noch Jordan dazu. Das Lakers-Logo nehmen wir auch. Wie nennen wir unser Team? Die Munich Ballers. Gefällt mir eigentlich ganz gut. München dürfte drinne sein. Seht ja hier von jedem Land so, von den gängigen Ländern, die für das Spiel eine Rolle spielen, sind eigentlich die. Passt. Finde ich ganz gut. Seht ihr mal. Okay. Interessant, gell? Aufstellung bearbeiten ist schon klar. Als wer willst du in Coop Park spielen? Triple Trap. Triple Threat Priorität. Wenn es einen Konflikt gibt, bekommst du möglicherweise deine zweite oder dritte Wahl. Dein My Team Ruflevel bestimmt, wer zuerst wählen darf. Im 3 gegen 3 kontrollierst du alle drei Spieler. Ja. Denke ich mir. Ja, gut, das ist natürlich logisch, dass ich jetzt erstmal meine ersten drei nehme oder meine besten drei, besser gesagt. Hier im Franchise-Menü kannst du das Aussehen deines Teams auf dem Court festlegen. Ja, okay. Bestimme deine Trikots, dein Logo, die Arena, den Courtboden und den Ball. Wenn sich dein Ruf verbessert, kannst du sogar eigene Trikots, Logos, Arenen und Courtböden erstellen. Okay. Füge jetzt einen Ball hinzu. Hier im Coaching-Menü kannst du deinen Coach oder das Playbook wechseln und verschiedene Einstellungen vornehmen. Soweit eigentlich auch klar. Einen Coach haben wir, also nehmen wir den auch, weil der macht natürlich erst einmal das Team besser, als wenn ihr keinen Coach nehmen tätet. Aber das dürfte eigentlich in dem Modus fast nicht passieren. Playbook ändern. Aha, das von den Dallas Mavericks habe ich. Wahrscheinlich relativ viele Dreier. Boah, das passt eigentlich erstmal, würde ich sagen. Mein Team kennenlernen. Was ist neu? Selbstständig erkunden. Boah. Klar, gehen wir mal kurz rein. 10 Punkte, vielleicht auch für euch interessant, logischerweise. Kapitel 1, es ist dein Team. Ah, hier kriegt man sogar entsprechende Packs als Belohnung. 3 gegen 3, Triple Threat, gewinnt das Spiel, das zuerst Team, das zuerst die Zielpunktzahl erreicht. Das ist auch logisch. Spielen nur bis 7. Automatisch füllen, Spiel starten. Na dann. Ist ja vielleicht auch mal interessant, oder ich hoffe es zumindest. Dann legen wir hier mal los. Ich nehme eigentlich meistens den größten Spieler am Korb auch. Michael Jordan hier mit den ersten Punkten. Sehr schön. Ah, so mal gucken hier. Wollen wir natürlich auch gewinnen, ne? So viel Ehrgeiz habe ich natürlich.
Oh, Nikola Jokic. Michael Jordan. Okay. Sieht ja erstmal ganz gut aus, ne? Zum Reinkommen. Aber sie haben das Tempo tatsächlich ein bisschen gedrosselt. Empfinde ich zumindest so. Ich hatte das in meinem Angespielt-Video heute schon gesagt. Und das setzt sich auch hier fort. Und ich finde es tatsächlich angenehm, ehrlich gesagt. So, dann haben wir hier mal den Sack gleich zugemacht. Wir gehen natürlich auch weiter. Hier sehen wir, was im ersten Pack Market so drinne ist. Ich habe einen 80er Damian Lillard bekommen. Das ist gut. So, gehen wir mal auf die zweite Clutch-Time-Herausforderung. Das ist ja 5 gegen 5. Sollte ich natürlich meine besten drei nehmen. Ich glaube, wie sieht es denn eigentlich aus mit Dreierwürfen? Na, nehme ich Bogdanovic. Hier nehmen wir Vanderbilt und hier beim Center natürlich Nikola Jokic. Okay. Das sieht doch erstmal nach einer relativ soliden Aufstellung aus. Ich werde jetzt nicht das ganze Tutorial durchmachen, ja. Ich denke, das würde auch für das Video zu lange dauern. Da kann man ja jederzeit reingehen, aber ihr kriegt halt auch Prämien. Und wie gesagt, ich würde sagen, wir starten jetzt mal noch das und dann gehen wir mal Richtung Packmark, gucken uns an, was es da so gibt, was ich eventuell auch noch an Herausforderungsprämien oder Vorbestellerboni, whatever noch bekomme, die dann hoffentlich schon geliefert worden sind in Gänsefüßchen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und das gebe ich mir aber noch und finde ich eigentlich auch ganz gut gemacht. So lernt man gleich auch die Spielmodi nicht nur mit irgendwelchen Beschreibungen kennen, ja, sondern man spielt sie auch gleich wenigstens einmal und weiß dann so ein bisschen, aha, so geht's. Das gibt es. Hier, ne? Mit das, da gibt es ja auch einen 4-Punkte-Wurf. Und hier läuft ja, glaube ich, auch immer die Wurfuhr etwas schneller ab. Jokic. Und ich sollte natürlich versuchen, hier das Match auch zu gewinnen. Was ich natürlich auch versuche, ist doch logisch. Ja, die Stimmung ist schon geil, ne? Also, hört es euch an. Astreines Sportspiel. Mit MLB The Show sicherlich das, was seine Sportart am qualitativ besten einfängt. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Jordan, jawohl, 4-3. Hab aber jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt hier auf Hans Wurst Level eingestellt ist. Würde ich jetzt nicht sagen. Aber sicherlich machbar. Ne, das kann man ja gegen die CPU spielen oder gegen Online-Gegner. Boah, war okay. War ein freier Wurf.
Kann man schon mal nehmen. Shaken Bacon. Bogdanovic. Jokic mit dem Block. Jawohl. Ah, ich hätte fast gedacht, gegen das Double Team, dass mir der Korbleger noch so ein bisschen wegrutscht. Die Show schenken wir uns mal und es geht weiter. Ah, Stück zu spät gekommen. Ach, Mann, den wollte ich gar nicht werfen. Ah, da war die Wurftaste ein bisschen zu feinfühlig. Ah, die müssen langsam aber sicher abschließen. Und Jokic mit dem Rebound, schön. Lillard mit dem Bodenpass. Jokic mit dem Block. Ja! Schön! Ballphysik wurde verbessert. Spätestens jetzt lege ich mich fest. Ich hatte im angespielt beim ersten Gameplay heute Nachmittag schon überlegt, haben sie das verbessert? Das war eigentlich einer meiner größten Kritikpunkte letzte Saison. Und das taugt mir, das jetzt auch schon zu sehen. Ja, ding, 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 ding. Nicht der gerade Korb, sondern der, der sich auch ein bisschen, ja, reinwirkt. Das gehört zum Basketball einfach dazu. Und das haben sie die letzten Jahre so ein bisschen vernachlässigt. Also Ballphysik gefällt mir. Nicht immer bloß Swish oder Ring, sondern tanzt schon hier und da auch auf dem Ring. Ja, aus diesem Wurfdings bin ich noch nicht ganz schlau geworden. Aber immerhin jetzt schon mal meinen ersten Freiwurf in NBA 2K25 getroffen. Boah, ich dachte, der wäre drin. Nikola Jokic hier mit dem Rebound. Jawohl. Genau solche Auftipper meine ich. Sehr schön. Ach, was ist das für ein schönes Basketballspiel. Okay, dann habe ich mir die zweite Prämie gesichert sozusagen. Sehr cool. Und jetzt gehen wir mal rein, Leute. Da seid ihr auch alle neugierig drauf. LaMarcus Aldridge, auch ein Spieler, den ich von der Karte immer ganz gut spielen konnte. Das wäre jetzt wieder eine nächste Prämie. Macht den Sack zu. NBA-Regeln, Kapitel 3. Tutorial beenden. Du kannst jederzeit natürlich wieder reingehen, ganz klar. Wir sammeln natürlich hier entsprechend ein. Oh, hier seht ihr schon. 120.000 VC. Ich weiß gar nicht, wie das da zustande kommt. Die 100.000 sind ein Bonus der Version. Boah. Oh, LeBron als 96er würde mir natürlich schon auch taugen. Okay, ich fange schon an. Ah, da gucken wir gleich mal rein.
My Team ruft Goldstatus. Okay. Das ist ja auch krass. Ja, da muss man. Kann ich hier noch gar nicht rein? Aber hier kann ich natürlich schon rein. 10 Stück für 99.000. League Series 1 oder. Kann ich. Ah, das ist die My Team Prämie sozusagen. Boah, der Ball sieht schon mal ganz gut aus. Ah, okay, verstehe. Verstehe. Ja, muss mich noch ein bisschen hier zurechtfinden. League, Full Throttle. Gucken wir mal, was hier drin ist. LeBron wäre mit drin. Russell Westbrook. Nochmal reinschauen. Chauncey Billups, Kevin Duckworth, Ricky Pierce. Flasht mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so. Aber das ist natürlich eine ganz persönliche Meinung. Prime, Deluxe. Schon ein bisschen schade, dass man hier. Gar nicht so direkt sieht, welche Spieler hier in der Serie drin sind. Das verstehe ich eigentlich gar nicht so, ne? Weil hier könnt ihr euch das anschauen. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen platt sozusagen. Ah, jetzt geht's los hier. Hier sind übrigens alle Boni, die ich wegen Version, Vorbesteller, was weiß ich, bekommen habe. Und jetzt gehen wir mal in ein schönes Pack-Opening. Vielleicht haben wir Glück, dass vielleicht der ein oder andere ganz coole Spieler schon dabei ist. Evan Mobley, ein 84er Spieler. Nehmen wir doch gleich mal so mit. Ist doch wohl auch klar. Zach Levine. Auch das ist komplett in Ordnung. Möchte ich mich überhaupt nicht beschweren. 69er. Logo. Ist krass, ne? Das Auktionshaus kriegst erst ab einer bestimmten Teamstufe freigeschaltet, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe. Ja, man muss sich ein bisschen in den Modus einarbeiten, definitiv, ja. Weil er natürlich auch jedes Jahr optisch anders ist und natürlich versuchen sie auch den Modus nicht jedes Jahr zu 100% gleich zu gießen, was Spielmodi, die Art der Umsetzung und so weiter und so fort angeht. Und wie gesagt, ich hatte mich ja gestern spontan eigentlich entschieden, das Spiel mir in Gänsefüßchen doch zu holen. Oh, geil! Eine 89er Tatum-Karte, ich denke, die kann schon ganz gut helfen, denn meine drei Free-Cards, die sind ja bloß für ein paar Matches gedacht, ja. Die Free-Agents-Karten müsst ihr dann nach einer gewissen Anzahl an Matches wieder abgeben. Ich glaube, nach 5 oder 10 Matches, das sagt mir das Spiel dann schon, wenn da was weggefallen ist. Derek White. Ja. Aber Tatum als 89er finde ich natürlich schon nice. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie das. Es wirkt zumindest auf mich jetzt so an Tag 1 heute so, dass es noch nicht so überpowered ist. Ja, dass man hier gleich 95er um die Eier geschmissen bekommt. Ich rede jetzt nicht von Leuten, die über VC jetzt zum Beispiel dieses Sonderpack kaufen. Da sind natürlich dann schon 90er drin. Ah, haben wir schon eine geile Karte, Leute? Haben wir schon eine geile Karte? Eastern Conference, 88 Nahdistanzwurf.
Small Forward. Ah, das dürfte Mr. Vince Carter sein. Dürfte von meiner Hall of Fame Edition ein inhaltlicher Bonus sein, ohne dass ich da jetzt genau nachschaue, aber da bin ich mir zu 99% sicher. Coole Sache. Taugt mir doch schon, was man jetzt hier so schon hat. Promo-Packs. Jamal Crawford. Ja, auch immer ein guter Roleplayer gewesen. Sehr guter Distanzschütze. Kann mich bei ihm eigentlich am meisten bei den Clippers erinnern. So, Kyle Kuzma. Okay. So. Machen aber auch ein Tramram hier, oder? Desmond Bane, Mario Alley. Okay. Alles gut. Boah, das sind jetzt alles meine Karten, ehrlich? Da finde ich Steven Jackson schon mal ganz nice. Ich habe schon so ein bisschen auch natürlich meinen Kader im Kopf. Dario Saric, okay. Dann gibt es natürlich Schuhe. Oh, das sind Diamond Shoes. Also, wenn ihr die einem Spieler hinzufügt, der natürlich die Marke tragen darf, in dem Fall hier Jordan, so war es eigentlich die letzten Jahre immer, dann könnt ihr die Attribute der Karte verbessern. Das ist schon cool. Hier haben wir ein paar Perks. Entfesselt, Block-Exemplar, Shot-Up-Shooter, Mitteldistanz, Maestro. Ja, klingt doch schon mal ganz gut. Und dann haben wir hier wahrscheinlich noch ein Kärtchen. Head Coach Jason Tatum. Ich lach mich kaputt. Ehrlich? Okay. Ja, klar. Hier ist der 13er Squad. Ja, nur zur Erklärung. Das ist der 5er Squad für die Matchart. Ich habe es jetzt gerade vergessen. Nee, für Clutch Time. Ne? Da wird ja nicht gewechselt. Da habt ihr 5 Spieler. Und deswegen steht hier einmal 13, 5 und 3. Das ist hier für Triple Threat, also 3 gegen 3. Fangen wir mal hier an. Machen wir einfach mal mit automatisch. Gucken wir mal durch. Hier hat er mir auch schon alle drei Free Agent Cards rausgenommen, wenn ich es jetzt richtig sehe. Ne? Das war ja Jokic, Jordan und Luka Doncic. Aber ist ja so betrachtet eigentlich auch richtig, wenn man das so sagen kann. Den würde ich aber schon in die Starting 5 nehmen. Gucken mal ganz kurz durch. Sieht doch eigentlich schon mal für den ersten Squad hier eigentlich ganz sauber aus. Ja. Würde ich jetzt fast auf den ersten Blick mal so lassen. Das muss ich ja jetzt hier nicht perfekt machen. Coaching natürlich wechseln. Körperkontakt Finisher, klar. Ist natürlich auch von der Wertigkeit ein besserer Trainer sozusagen. Natürlich nehmen wir hier entsprechend Jason Tatum. Hier nimmt er wieder Jackson. Okay, hier haut er Tatum auf Power Forward. Wir gucken mal. Bin ich jetzt gar nicht so zufrieden mit. Ja gut, hier könnte ich natürlich jetzt noch Doncic nehmen. Ah, da sieht man die Vertrags
Anzahl 25 Matches? Okay. Das finde ich natürlich krass, muss ich sagen. 25 Matches? Da bin ich gerade ein bisschen platt. Wenn ich jetzt hier beispielsweise Jordan nehmen täte. 10 hat der. Ah, die haben unterschiedliche Vertragslaufzeiten. Das finde ich ja auch ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Okay, lassen wir es mal so. Ich glaube, das Prinzip ist verstanden. Und hier wechsle ich natürlich auch auf Tatum als Coach. Das macht schon Sinn. Und wenn wir jetzt die drei Besten nehmen. Ah, hier. Jordan hat 10 Verträge und die anderen 25. Die würde ich tatsächlich erstmal alle drei so zusammenlassen. Hier gibt es noch nichts freizuschalten. Und denke, jetzt habe ich überall Tatum als Coach drin. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Auktionshaus. Nochmal, ihr müsst die Team Ruf Goldstufe erreichen. Ja, klingt nett. Hoffe, dass das nicht wieder so ein bisschen in irgendeiner Paywall seitens NBA 2K endet. Das wäre sehr schade. Aber das möchte ich jetzt hier noch gar nicht irgendwie behaupten, Gottes Willen. So, ich würde sagen, wir hauen uns mal hier in Triple Threat rein. Das ist also Nikola Jokic. Okay, ich hau mich weg. Ah, das haben die wahrscheinlich jetzt mit so einer großen Arena gemacht, ne? Und dann kann man dem beitreten oder wie funktioniert das hier? Gehen wir mal hier rauf. Gehe ich jetzt hier einfach auf den Court drauf? Das wäre ja komisch, wenn das gehen würde. Nein, das geht nicht. Muss ich jetzt hier warten, bis ein Court frei ist? Das finde ich ja strange. Ich wollte eigentlich mit meinem Team gegen die CPU spielen. Okay. Okay, verstehe. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen platt, ehrlich gesagt. Triple Threat Park. Na gut, das ist der Mehrspieler, das ist schon richtig. Breakout hat es drin. Ah, alles klar. Boah, nehmen wir erstmal Profi. Ah, verstehe. So haben sie es jetzt dieses Jahr gemacht. Verstehe. Ja, wie gesagt, das ist genau das. Das wird ja jedes Jahr immer ein bisschen auch im HUD geändert, ein bisschen von der Herangehensweise. Das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Da muss man sich erstmal ein bisschen zurechtfinden. Recht verschachtelt, wie ich finde. Hätte es gar nicht gebraucht, meiner Meinung nach. Aber gut, nun haben sie sich so entschieden, das so zu machen. Und dann
Frönen wir der Dinge. Wir spielen unser erstes Triple Threat. Ihr habt gesehen, ihr könnt den Schwierigkeitsgrad selbst bestimmen. Probiert euch da mal aus. Desto besser sind natürlich auch die Belohnungen, ist auch klar. Doncic stellt mir den Block. Oh, schöner Wurf von Jordan. Bis 21. Okay. Ja, wer gar nicht online spielen mag, der kann den Modus auch komplett offline spielen. Und das ist immer das, was ich auch echt interessant finde. Weil da für mich das Argument dann auch gar nicht zählt, dass das irgendwie nicht geht. Oder klar, gibt eben Leute, die haben nicht so einen guten Internetanschluss. Ja, da macht sowas dann sicherlich schon mal Probleme. Okay. Ja, zum Warmspielen ist Profi auf jeden Fall absolut okay auf KI. Wie man hier auch sieht, muss erstmal selber reinkommen. Und da. Ich glaube, Doncic war es. Gut verteidigt. Jetzt gehen wir mal über Jokic. Na, so easy ist das nicht auf Profi. Wie man sieht. Luka Doncic mit einem schönen Mitteldistanz-Shot. Passt soweit. Jordan. Und da oben seht ihr natürlich dann immer so ein paar Goals quasi. Ah, das habe ich natürlich bloß nach da oben geschaut. Die angezeigt werden, wofür der natürlich auch hier und da noch ein bisschen Belohnung kriegt. Ah, da. Ah, da muss Doncic selber gehen. Ein bisschen mehr mein Dribbling nutzen hier. Oh, gute Idee. Schöner Korb. Ah, in and out. Schön. Schöner Pass. Jordan für, ich glaube, 3 waren es sogar. Schöner Wurf. Ja, so langsam komme ich rein. Na. Ah. Unnachahmlich, Nikola Jokic, Fake und dann bisschen abgetaucht und gefühlvoller Korbleger. Ja, einer der 5 besten NBA-Spieler der letzten Jahre, wenn nicht sogar aktuell der Beste. Schöner Korb übrigens. Da lasse ich den Center des Gegners aussteigen. Schöner Fake, Nikola Jokic. 2 weitere Punkte für ihn.
Ja Morant, ja, mehr mit Skandalen die letzten ein, zwei Jahre aufgefallen als mit gutem Basketball. Eigentlich schade. Absolut begnadeter Spieler. Bleib einfach stehen. Schöner Rebound. Hahaha. Jetzt gehe ich mit Jordan. Ah, schade. Eigentlich ein guter 3-Punkte-Versuch. Ah, schön reingetippt und 15 zu 11. Doncic auf Jordan. Schönes Ding. Ja, gut. Da sollte man dann natürlich nicht mehr von CPU auf manuell wechseln. Luka Doncic. Point Guard Points. 6 von 10. Okay. Na gut, 10 schaffe ich nicht mehr. Aber das sind ja Goals, die man nicht in einem Match erreichen muss, sondern wenn man sie in dem Modus erreicht hat, ist es alles gut. Ah, schön nochmal ans Brett getippt. Schöner erster schneller Schritt von Doncic. Und das war dann auch hier nochmal mein erstes Match. Sieht doch ganz gut aus. Ruflevel geht in Richtung Bronze. Ah, okay. Da muss dann irgendwann mal Gold hin, bevor man ins Auktionshaus darf. Oh, ist aber eigentlich auch eine kluge Entscheidung. Denn dann spielen es die Leute auch und wühlen nicht gleich nur auf dem Kartenmarkt rum. Finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Breakout fasst quasi die Offline-Spielmodi zusammen. Fetzt eigentlich. Na, also hier macht eigentlich echt Spaß. Season Level. Auch klar. Ja, Leute. Das war das erste Squad Building. Mir gefällt es sehr gut. Und wie gesagt, schaut ansonsten ins erste Gameplay ins Angespielt rein. Da habe ich auch ein bisschen was gezeigt. Was weg ist von diesem Modus. Was generell im Spiel so vorhanden ist. Und ich würde mich freuen, euch wieder hier begrüßen zu dürfen. Und sage Dankeschön an der Stelle. Gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.